So, meine Lieben, es ist Wochenende, es ist Freitag und das heißt, es ist wieder OFM-Zeit bei mir. Ich kann wieder ein bisschen was aufnehmen, ein bisschen euch was zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir lassen mal die ganze Woche so ein bisschen Revue passieren. Wie sieht's bei mir aus? Wie geht's mir rein von den Spielen her? Wie waren die Ergebnisse? Ich würde sagen, wir fangen natürlich mit dem wichtigsten Thema an, der Liga. Und ihr habt gesehen, ich habe 13-0 gewonnen gegen Faga SVDBT. Und das haben meine Tore wurden geschossen von Mystakis, von Ari Antonio. Und dann hatte ich noch sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chancen. Also es ist unglaublich, unglaublich, was das für ein überragendes Spiel war von meinen Jungs. Super, muss man ganz klar sagen. Ich guck mal gerade das Stadion, ob das 94% Auslastung, also es war nicht ganz ausverkauft. Schade eigentlich, ich müsste es auch mal langsam wieder reparieren. Also wir gehen mal rein in die Liga, gucken uns das an. Wo stehe ich jetzt? Momentan auf einem Aufstiegsplatz. Platz 42, denn ich habe mich auch an den letzten Spieltagen, wir gehen doch mal zurück, und zwar auf Spieltag 22. Der gewinnt hier oben alles. Eisleben hat einmal verloren hier zwischendrin. Deswegen konnte ich auf 4 Punkte wieder ranrücken. Aber er ist wirklich da oben einsame Spitze. Ziemlich heftig. Ansonsten Nordstein Singen und Glaubitz waren auch noch zwischenzeitlich hinten dran. Aber jetzt ist da schon ordentlich 6 Punkte Vorsprung vor Bielefeld. Das sieht doch für mich ganz gut aus. Also wir gehen mal rein. Den 22. Spieltag habe ich auch gewonnen. Gegen Einheit Glaubitz. Da sah das Ganze noch ein bisschen enger hier oben aus. Ja, wie gesagt, ich bin, glaube ich, die letzten 6, 7 Spieltage wirklich als Sieger vom Platz gegangen. Wir gucken nochmal rein. Hier ebenfalls 2:1 gegen Nordstein Singen. Dann Spieltag 19. Da sah das auch ganz gut aus. War gegen VfB Nollingen mit 4:1 gewonnen zu Hause. Also, wie gesagt, überwiegend wirklich alles tippitoppi. Es sieht wirklich gut aus. Ich habe 22 Tore Tordifferenz. Bin jetzt momentan ein gut platzierter Zweiter. Eisleben hat eine Stärke von 35, ist somit noch ein bisschen stärker als ich. Somit ist es hier auch vom Kräfteverhältnis die Liga, denke ich mal, relativ ja, gut aufgestellt. Das passt ganz gut. Schauen wir nochmal rein. Bei Topstars stellen ja überwiegend die beiden Mannschaften Eisleben und meine Wenigkeit, aber Bielefeld auch noch ist hier mit dabei mit den Stärke 3, Stärke 4, rechtes Mittelfeld. Sieht gar nicht so schlecht aus. Leandro Fabri. Okay, dann gehen wir mal rein bei den Freundschaftsspielen. Da habe ich jetzt gewonnen gegen Pharma City. 2:0 auswärts natürlich, also eigentlich eine perfekte Sache, weil ich habe 4.000 Euro Antrittsprämie kassiert. Und dann auch noch gewonnen auswärts gegen Pharma City. Der hat eine Stärke von 36 und im Freundschaftsspiel hat er eine Stärke von 32. Das heißt, ich kann mir hier auch nochmal die Erfahrung einstecken. Komm schon, ich weiß, dass du es auch willst. Sagt Siettenhausen, das ist mein nächstes Spiel. Alles klar, ist abgemacht. Dann haben wir hier noch eins. Ja, ist zwar ein bisschen mau, die Antrittsprämie, das geht auch noch. Nur der beste Serbeck. Du kannst mir maximal 4.000 Euro bieten. Das klappt nicht. Los, Bergi, spiel mit mir. Nee, ich nicht auswärts. Ich habe das Geld nicht, Leute. Ich kann jetzt dir keine 4.000 Euro Antrittsprämie geben. Das geht leider nicht. Deswegen muss ich das leider ablehnen. Und das hier oben 20.000 Euro auch ablehnen. Denn ich bin immer noch in meinem finanziellen Desaster, wollte ich sagen. So schlimm ist es aber nicht mehr. Ich habe schon einen riesengroßen Batzen zurückbezahlt. Ich habe jetzt nur noch einen Kredit von 69.000. Aktueller Kontostand sind, da kann ich nochmal 6.000 Euro zurückzahlen. Und dann habe ich noch 10.000 Euro auf dem Konto. Und nur noch einen Kredit jetzt von 63. Ich bin von 200.000 runter, also sieht doch recht gut aus. Ich denke mal, das werde ich auch zwischenzeitlich dann bis hin zum Saisonende auch wirklich wieder auf plus minus null gebracht haben, dann passt das Ganze soweit, denke ich. Ein paar Spieler müssen ja auch noch gehen, wahrscheinlich dann, dass ich weniger Geld bezahlen muss. Hier sind die Verträge, die müssen langsam mal verlängert werden, zumindest mit den wichtigen Spielern. Wir gehen mal rein bei Training, wie es momentan aussieht. Das war mein Training in der letzten Woche, also am letzten Spieltag. Da gucken wir mal rein, wie die Spielerstatistik war. Ob die Jungs, ihr seht schon hier, haben so ordentlich gewonnen, 37 Punkte dazu gekriegt, 37, ich habe einmal Torwart drin gehabt, damit er mal ein bisschen was kriegt, hier mein guter Gerhard Büttner, weil der könnte das wirklich knapp hinhauen, dass er aufgewertet wird. Wir gucken uns das mal an, Aufwertungsgrenze hier von Gerhard Büttner, der hat momentan 524 Punkte, steht ja immer im Tor und 597 braucht er, das heißt, er wird höchstwahrscheinlich zum nächsten Mal aufgewertet. Eigentlich perfekt.
Ja, guck mal, hoffen wir mal, da muss ich noch ein bisschen Training reinhauen, so wie es aussieht, damit es auch wirklich klappt, weil er ist wirklich einer derjenigen, die nah an der Aufwertung sind. Beim guten Antonio Macioca, da dauert es noch ein wenig, der hat jetzt auch pausiert gehabt. Das waren die ganzen Spieler also über dem Altersdurchschnitt oder über dem Alter von 26, die haben alle frei gehabt oder 25, glaube ich, bis 25 habe ich trainieren lassen. Gut, okay, Training können wir wieder reinhauen. Wir nehmen wieder, diesmal können wir alle Spieler nehmen, so wie es aussieht, und wir lassen sie nicht laufen. Wir machen wieder Taktik. Ich packe jetzt diesmal zweimal Torwart rein, damit der noch ein paar Punkte kriegt, weil spielen wird er sowieso. So passt es dann ganz gut und dann kommen die Jungs hier alle wieder auf ordentliche Werte. Und dann passt das auch. Ja, ich guck mal gerade die Frische, gehe ich mal durch. Die Frische, die schwache Frische, haben alles die jungen Spieler, die ich jetzt gerade habe, laufen lassen, ne, die ganze Woche. Die Schnelligkeit trainiert haben. Passt also. Perfekt. Okay, Fun Cup Aufstellung. Ja, Fun Cup, da ist ja auch die Hölle los. Momentan sieht's so aus, so stelle ich auf. Ich wollte eigentlich jetzt um Punkt 8 Uhr spielen, das ist bei mir relativ früh. Aber ja, leider hat der Travnik hier nur 9 Spieler auf dem Platz. So wie es aussieht. Ich kann das Spiel nicht anpfeifen, oder? Na, gucken wir mal rein, ob wir es anpfeifen können. Nee, er hat nur 9 Spieler dran. Kann ich nicht anpfeifen, müssen wir also abwarten, was sich dort ergibt. Das Hinspiel habe ich 1 zu 0 gewonnen. Gucken wir mal rein. Das Hinspiel habe ich 1 zu 0 gewonnen. Spielplan und dann haben wir es hier, genau. Hier ist heute der 5. Spieltag. Und ja, da ist die Spannung drin. Bei Kirchheim, denke ich mal, ist alles gegessen, das ist klar. SV Pekke und FC Hessen Frankfurt geben sich auch nochmal die Klinke in die Hand hier. Das wird spannend. 0 zu 0 im Hinspiel. Alles entscheidend heute. Seven Sport Club sieht da ganz gut aus mit einer 2-0-Führung. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, aber er spielt ja, die Führung hat er zu Hause hingekriegt, ne? So wie es aussieht, weil das sind ja die Ergebnisse, die Spieltage von heute. Okay, gucken wir mal, ob er Terror Kiwi auch zu Hause auswärts schlagen kann. Von der Stärke her sieht es ja ganz gut für ihn aus. Bleibt absolut spannend. Ich bin ja schon froh, dass ich in der K.O.-Runde drin bin, im Viertelfinale. Meins ist aber auch noch nicht gegessen hier gegen NK Trafnik. Da muss noch ein bisschen was passieren, ne? Ganz klar. Okay, so. Ja, würde ich sagen, haben wir alles soweit geregelt. Ich denke mal, ich habe nichts vergessen. Wetten muss ich auch noch. Und apropos Wetten, da komme ich gleich auf ein gutes Thema. Wetten habe ich ein bisschen Pech gehabt. Wir können mal reinschauen. Wetten, und zwar habe ich momentan eine Bilanz von plus 2700. Ihr seht, ich habe hier so eine riesen Misere gehabt. Lange Zeit nichts gewonnen, aber der Einsatz war ja auch relativ gering, von daher passt das. Ich sehe mal wieder einen Schein aus. 1,3 sieht ganz gut aus. 1,01, 1,02. Das sind natürlich keine riesen Combo-Dinger hier. Da gewinnt man keinen Blumentopf. 912 Euro bin ich jetzt. Und dann tippe ich mal auch auf den hier und dann sind schon 1700 Euro. Gucken wir mal, ob das klappt. Das sind 8 Wetten, habe ich jetzt abgegeben. Das ist schon ziemlich viel. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob da wirklich so viel Glück dabei ist. Und dann komme ich zum nächsten Thema. Und zwar ist das unser Tippspiel. Hier muss ich auch noch tippen. Heute den 19. Spieltag, meine Lieben. Also Dortmund gegen Nürnberg im Kicktipp. Dortmund gegen Nürnberg tippe ich. Oh, ja. Ich will es gar nicht mal so sicher. Aber gut. Oh, 11. 11. Quote von 11,35 ist er total gestört. Alles klar. Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Frankfurt hat ein bisschen geschwächelt. Hoffenheim will dieses Jahr zurückkommen. Ich gehe mal auf Hoffenheim. So, mal schauen, mal schauen. Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf. Ach ja, Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist auch nicht so einfach. Ja. Ich denke mal, ja, der Favre wird sie gut eingestellt haben. Also 2-0. Augsburg gegen Schalke, ich denke mal, das ist klar, da wird Schalke sich schön durchsetzen. Sowas passiert Augsburg dann nicht. Oder sowas wie im letzten Spieltag am 18. Da wird Schalke, glaube ich, heute zu Null spielen wollen. Hannover 96 gegen Wolfsburg. Wolfsburg möchte ja auch wieder so ein bisschen zurückkommen. Ich tippe mal ganz knapp 1 zu 0. Greuther Fürth gegen Mainz. Ja, es sollte eigentlich auch gegessen sein, die Geschichte. Dann Freiburg gegen Leverkusen. Ja, ich muss mal überlegen. Freiburg ist ein total unangenehmer Gegner. Ich sag mal 1 zu 1, dass sie zu Hause, ja, das schön im Kraichgau. Das ist nicht einfach für Leverkusen, obwohl sie der Bayern-Verfolger Nummer 1 sind. Ich sag mal, Freiburg ist ein unangenehmer Gegner. Da kann was gehen. Hamburg gegen Bremen. Ich hoffe ja auf Hamburg, ganz klar wegen dem Let's Play.
2 zu 0. Ja, die müssen halt dann irgendwie auch mal Gas geben, ne, die Jungs hier, ne, ganz klar. Und dann Stuttgart gegen Bayern München. Ich denke mal, Leute, das wird auch nicht so überragend werden, das Spiel. Die haben sich letztes Mal schon so schwer getan. Vielleicht machen sie es jetzt dieses Mal ein wenig besser, haben jetzt eine Woche Pause gehabt. 0 zu 2, sage ich. Alles klar. Tipp speichern. Gucken wir mal, wie die Gesamtübersicht aussieht. Wo stehe ich denn momentan auf Platz 15? Ja, 5 Punkte am letzten Spieltag. Also da habe ich wirklich mich in die Nesseln gesetzt. Hier 18. Ein kreativer Name ist hier ganz, ganz weit oben. Hansi ist oben. Wahnsinn. Ich bin zumindest noch in der ersten Liga. Die erste Liga geht ja bis hier. Und ja, also da muss man echt mal schauen. Peck ist auch dabei. Sehr cool, Pekke, also der ist ja auch im Community Shield mit dabei bei OFM. Sehr schön. Wo ist ein Terror-Kiwi? Der ist auch dabei, ne? Da unten ist er. Er hat schon lange nicht getippt. Ja, das ist eben, ne? Das ist eben das. Dann fällst du natürlich ab. Ich werde natürlich hier mal schauen, dass ich den ein oder anderen mal belohne, die hier wirklich am laufenden Band mit am Tippen sind. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Ich bin noch ein bisschen müde, muss man mal einen Kaffee trinken. Also, bis gleich.